Ich finde es gut, wie schnell hier entschieden wurde und dass auch in der Sache richtig entschieden wurde, weil immer wieder der Versuch gemacht wird, die Akzeptanz des Asylrechts zu unterspülen, indem es erklärt wird zu einem Schutzschild für Kriminelle. Und das BAMF hat klargemacht, wenn ein libanesischer Staatsbürger auf libanesischem Staatsgebiet von libanesischen Kriminellen bedroht wird, dann ist das Sache der libanesischen Sicherheitsbehörden und kein Freifahrtschein für Deutschland. Aber das Thema dieser Aktuellen Stunde ist ja nicht Rechtserkenntnis, das wussten wir in Wahrheit schon vorher, sondern ist die Frage, wie wir dieses Recht dann auch durchsetzen. Und diese Frage, die taucht ja nicht erst seit heute auf. Die taucht auch nicht erst auf im Fall Ibrahim Miri, seitdem er wieder in Deutschland ist. Sondern der Fall Ibrahim Miri ist doch viel älter. Die erste Ausreiseverfügung gegen Ibrahim Miri wurde 1998 erlassen. 1998, weiter eine spätere, immer wieder. Trotzdem wurde er geduldet. Und in der Zwischenzeit wurde er zum Oberhaupt einer Organisation mit über 1000 Menschen, die im Visier der Polizei stehen wegen diverser krimineller Machenschaften. 2019 wurde er dann abgeschoben. Und meine Damen und Herren, der erste Skandal im Zusammenhang mit Ibrahim Miri ist doch nicht der Wiedereintritt auf deutsches Staatsgebiet. Der erste Skandal im Fall Ibrahim Miri ist, dass in angesichts dieser kriminellen Karriere zwischen der ersten Ausreiseverfügung und der Abschiebung 21 Jahre vergangen sind. Und das kann uns doch nicht kalt lassen.